So, also, wir machen jetzt als Gast anmelden und zwar als Gerun. Ich meine, ich hätte mir jetzt auch ein Kon Dings hier festlegen können, aber ja. Execute! Vielen, vielen Dank für dein Raid. So, und lass mich raten. Dir ist gerade dein Spiel abgeschmiert. Kann das sein? Genau, herzlich willkommen übrigens an alle neuen Zuschauer und Zuschauerinnen von Executor. Vielen, vielen Dank für dein Raid. Genau, ihr habt das ja vermutlich gerade auch mitbekommen. Smite ist gerade irgendwie hart gecrashed. Weswegen wir unseren Smite-Mittwoch auch frühzeitig abbrechen müssen. Das ist ein bisschen schade. Aber dafür fangen wir jetzt hier Crimson Company an. Rundenbasiert Karten-Deck-Spiel irgendwie. Da wurde ich angeschrieben per DM und gefragt, so, hey, kannst du das nicht mal im Stream zeigen? Und ich dachte mir so, ach, rundenbasierte Kartenscheiße, hört sich gut an. Aber ja. Aber ich bin gespannt, ob das morgen wieder gefixt ist, Executor, oder ob das vielleicht sogar heute noch gefixt wird. Aber es war richtig bad. Wir waren gerade in einem guten Ranked-Match. Es war vorletztes Qualifying-Match, glaube ich sogar. Was gewesen. Leute haben mit uns geredet. Es war fantastisch. Und dann plötzlich sage ich so zu Easy, warum bist du aus dem Game rausgeflogen? Und sie so, hä, ich bin aus dem Game rausgeflogen. Und ich habe so sofort auf Pause gedrückt. Zwei Leute sind dann ra wieder raus. Dann ist noch eine Person rausgeflogen und plötzlich in so einem Hops sind plötzlich einfach nur fünf Leute disconnected oder so. Und das war dann schon seltsam. Ja, es war nicht so praktisch. Ja, und irgendwer hat dann noch gemeint, so, ja, okay, wie spielen wir das jetzt weiter? Und ich so, Dude, ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen um das Spiel. Das ist einfach, das ist jetzt durch. Da ist irgendwo ein Server umgefallen und der steht jetzt nicht mehr auf. Ja, das ist, ich finde es auch richtig dumm, es sah voll gut für uns aus. Warte mal, das Spiel ist sehr laut. Wir müssen es leiser stellen. Spiel mal nicht so, machen wir nicht so lala. Ja, ist ja gut. Genau, aber jedenfalls schauen wir uns jetzt hier ein anderes Spiel an. Wie gesagt, hier, das ist hier Crimson Company. Habe ich den Entwicklern geschenkt, hier als frühen Build zugesteckt bekommen, falls ihr es euch auch schon anschauen wollt. Es gibt da eine Kickstarter-Kampagne dazu. Und es gibt es auch schon für Mobile, ne? Okay, seht ihr am Format. Das hier typisches Mobile-Format. Aber sie wollen es auch für PC rausbringen. Und deswegen, genau, gucken wir uns das mal an. Live-Spiele, nee. Was ist das dann? Okay, wir. Wie mal gegen KI. Lass mich dir schnell zeigen, wie dieses Spiel funktioniert. Es ist schon wieder so laut. Warum bist du schon wieder so laut? Ich habe doch gerade dich leiser gedreht. Leiser gedreht. Ach, leiser. Okay. Dann Redmond, zeig mir doch mal, wie das geht. Okay, wir haben hier. Es gibt immer vier Söldner zur Auswahl. Beide Spieler bieten gegeneinander mit ihren Münzen auf sie. Okay. Okay, wir haben drei Münzen bekommen. Jetzt entscheidest du dich für einen der Söldner in Auswahl. Lass uns annehmen, du willst zwei Münzen auf die Fee bieten. Ja. Okay, ich biete zwei auf die Fee. Jetzt hat dein Gegner zwei Möglichkeiten. Er kann passen und sich den Söldner für zwei Münzen anheuern lassen. In dem Fall geht dein Geld in die Bank und bekommst die Karte. Typischer Kauf. Oder. Aber halt, warum solltest du nicht einfach immer nur eine Münze bieten, um die Karte so billig wie möglich zu bekommen? Das zu verhindern, hat dein Gegner eine Zeitoption mit deinem Gebot mitgehen. Also lass uns einen Schritt zurückgehen und uns annehmen, dass dein Gegner nicht passt, sondern mitgeht. Okay, wenn der Gegner mitgeht, bekommt er die Karte von dir, aber du bekommst alle Münzen, die zwei, die dein Gegner gelegt hat, plus deine eigenen zwei zurück. Das dein Geld verdoppelt. Ah, okay, das ist ja cool. Siehst du immer die nächste Karte, das erlaubt dir vorauszuplanen. Das heißt. Okay, der Palan. Okay, das heißt, wir sehen hier ein. Die Alchemistin wird das nächstes. Okay. Das ist ein interessantes System. Dieser Platz, wo du deine Söldner einsetzt und Burgen eroberst. Aha. In dem normalen Spiel von Crimson Company musst du zwei von drei Burgen erobern, um zu gewinnen. Für das erste Spiel lass uns nur auf eine Burg konzentrieren.
Eine Burg wird gewertet, sobald ein Spieler mindestens 4 Söldner davor aufgestellt hat. Ah, okay. Nun weißt du genug, um mit dem Spiel loszulegen. Dein Gegner hat die 4 gekauft und kann sie nun auf seiner Seite der Burg platzieren. Dein Zug ist vorüber und es beginnt die Runde deines Gegners. Okay, der hat jetzt 5 Münzen. Der will den Händler. Der Gegner hat sein Einkommen erhalten und will den Händler für 4 Münzen anheuern. Es wäre sehr teuer, diese Münzen zu verhobeln, also solltest du passen. Drück den Passen-Knopf. Jetzt wird dein Gegner den Händler ausspielen. Okay, drück auf den Händler, um seine Fähigkeiten anzuzeigen. Erhalte eine Münze. Aha, neben einem Stärkewert hat jede Karte auch eine Fähigkeit. Der Händler gibt dem Besitzer eine zusätzliche Münze jede Runde in der Einkommensphase. Okay, das heißt, er bekommt jetzt jede Runde 4. Das ist ja unpraktisch. Dies wird über die Zeit ein großer Vorteil sein, also solltest du nach Möglichkeiten suchen, den Händler auszuschalten. In der Auswahl siehst du den Raufbold. Aha, drücke auf den Raufbold, um seine Fähigkeit anzuzeigen. Ah, in einer beliebigen Lane. Ja, praktisch. Ja, okay. Das heißt, lass doch mal hier den... Dein Gegner hat nicht viele Münzen. Es reicht nur aus, nur 2 Münzen auf den Raufbold zu... Okay, ja. Hier, zack, zack. Okay. Die Diebin, aha. Auswählen. Bums. Ist er tot? Schön. Das Design der Elfenkarte. Ja, ist schon... Warte, Elfen... Du meinst die Fee? Oder meinst du die Elfe, die ich nicht gesehen habe? Andere Lane auf deiner Seite. Die Karte wird auch zerstört, wenn die Lane ausgewertet wird. Dadurch kannst du den Untoten in einem Kampf auf mehreren Burgen nacheinander einsetzen. Verdoppelte die Stärke der stärksten Karte auf beiden Seiten dieser Lane. Das heißt... Okay. Geht zu spielen, klicke Kampf nach der ersten. Ach was, ich kann nicht einfach gegen KI spielen, ich muss live gegen Menschen spielen. Wenn man im Leben weiterkommen will, muss man gute Geschäfte machen. Und dazu gehört, dass andere schlechte Geschäfte machen. So funktioniert das. Am Ende zählt nur, dass du am Ende die Uhr halt behältst. Okay. Kann ich nicht einfach. Ich loote dich. Das ist bestimmt KI. Weil das ist ein Name, den nimmst du nicht. Was haben die denn? Die Bardin ist halt leider schon gut. Wir passen. Leider. Ach so. Ja, es ist aber auf jeden Fall schon ein schönes Design. So. Rekrutierung. Was haben wir? Aha. Dann, keine Ahnung. Nehmen wir mal hier die Fee. Mit 2 Münzen. Was macht der Gegner? Oh, okay. Mensch hat viel Geld reingeworfen. Okay. Kein Effekt. Der Fanatiker. 3 Münzen. 4 Münzen abnehmen. Naja, komm, machen wir halt. Ich meine, wir brauchen mal eine Karte. So. Ich kann jetzt auf eine Karte bieten. Wir haben jeweils 8. Nehmen wir hier 4. Das ist eine relativ starke Karte. Okay, gleich.
Chaosmagierin. Interessant, dass wir da jetzt gerade nicht gegenbieten konnten. Bettlerin. Wir können sogar 4 Münzen bieten. Das ist sehr stark. Hätte ich gesagt. Oh ja, die ist super stark. Der hat uns das ganze Geld gegeben dafür. Na toll. Ah, hätten wir mehr. Oh, wait, der Hochstapler. Hochstapler finde ich cool. Ich glaube, wir müssen den Hochstapler holen. Ach ja, und Omega, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber schlaf gut. Träum was Schönes und schön, dass du da warst. Warte auf den Gegner. Ja, Gegner, tu doch mal was. Also ich habe es vorhin gesehen, ich weiß aber gar nicht, ob ich es gesagt hatte, deswegen. Naja, der Paladin. Dange. Abkaufen. Fünf Münzen. 6 Münzen hier. So. Ich hoffe, ich krieg die Karte, weil da kann ich sie für die Bettlerin tauschen. Seriously? Ah, der hat mir echt alle Münzen dafür gegeben. Das finde ich ein bisschen unpraktisch. Der holt sich jetzt den Fanatiker. Ja, der kann den Fanatiker, konnte den Fanatiker jetzt umdrehen. Aha. Gegner. Paladin. Abkaufen. Kriegst du nicht. Ja, wir werden die Illusionistin kaufen. Sechs Münzen. Schauen, was der Gegner das macht. Also ich weiß, also es fühlt sich nicht danach an, als ob das ein Mensch wäre. Die Wartezeiten fühlen sich schon danach an, muss ich sagen. Komm, bis ich... Also ich an ihrer Stelle, also an deren, dessen Stelle würde ich ja... Ach, diese Irene. Ja, die Sirene wäre schon praktisch.
Okay. Ich nehme 7. Könnte ich nämlich hier beenden. Ja. So. Diebin 5. Ah, okay, kann ich nicht haben. Ritter, stark. Eigentlich soll ich den Raufbold holen. Für 2 Münzen. Ich will nämlich eigentlich den Ritter holen. Das Problem ist dadurch, dass ich jetzt den Raufbold kaufe, lege ich den Ritter überhaupt erst aufs Feld. Vogelscheuche. Ach so, ja, okay. Das ist jetzt ein smarter Move natürlich. Also entweder verliere ich oder er bekommt halt meine Kohle. Ja, das ist smart. Weil jetzt kann ich den Ritter nicht kaufen. Ich habe verloren. Okay. Und willkommen zurück. Ja. Was ist das denn? So. Was haben wir denn noch so? Cool, ich habe viel Kohle bekommen. Also ich habe den Halsabschneider wenigstens richtig eingeschätzt, dass der wertvoll ist. Deswegen konnte ich da auch all mein Geld draufwerfen. So, jetzt darf der aber wieder rekrutieren. Achso. Ach ja, genau. Ran, falls du dich wunderst, was wir jetzt hier spielen und warum wir das jetzt hier spielen. Genau, also das Ding ist, Smite ist abgestürzt. 4 2 4. Genau. Also Smite ist gerade komplett vom Fenster. Da sind gerade Server abgestürzt. Dieses Ding jetzt lässt mich schon wieder erwarten, dass das echte Menschen sind, mit denen ich spiele. Aber weiß nicht. Die Zeit ist immer so kurz. Guck mal hier, du. Ich pack mal hier hin.
Dann führst du mich hier nämlich nicht mehr. Und ich will den Raufbold haben. Ne, ich habe den Raufbold nicht bekommen. Ah, hat den Händler. Ich hätte höher auf den Raufbold bieten sollen. Ich meine, wir haben das Geld. Wieder 2 Stunden mehr auf der Uhr. Ja. Könnte natürlich auch Glück haben. Sagt so, nö. Ja, das Problem ist, jetzt haben wir wieder ein Gold verloren und der hat ein Gold sogar noch mehr. Deswegen, das heißt, jetzt haben wir wieder 2 Gold Unterschied. Fanatiker. Welcher Fanatiker? Kaufen, ja, komm. Ist ein Gleichstand. Haben wir das da wieder? So, 7 Münzen, komm. Klauen wir von anderen Geld. So, praktisch wäre jetzt, wenn der noch irgendwas hinstellt, was irgendwie Geldausgabe für ihn ist, weil ich brauche nur noch eine Karte, damit wir hier gewinnen. Cheers ran. Eventuell sind es echte Menschen. Seltsam ist halt, wir haben sie nur so schnell gefunden. Ah, smart, smart. Hat nicht noch Double Down. So. 3 Münzen, komm. Ah ne, ich hätte 4 machen sollen. Ja. Der da drauf geworfen. 7 Münzen. Das heißt, wir würden hier auf. Ah, okay, stark. Naja, abkaufen. So. Beenden diese. So. Unser Gegner hat jetzt halt dummerweise echt eine krasse Kaufkraft. Das ist nicht gut. Fanatiker. Ich muss zugeben, ich gebe das hier ein bisschen auf. Diese Lane, die wird vermutlich nicht funktionieren. Ja. Der Gegner hat so viel Geld, ey. Paladin. Ist okay. Wenn man unbedingt meint.
Aha, spannend. Ritter. Nein, 6 Münzen reichen, glaube ich. Sechs müssen reichen. So. Fünf, ne, passen. Soll ruhig die Lane hier gewinnen. Aktuell sind wir hier besser. Wir könnten jetzt noch den. Genau, wenn wir jetzt hier noch den Paladin für 4 kaufen. Oh! Hat wirklich den Paladin mir abgekauft. Spannend. Ah, das ist halt nur noch 3 Münzen, der Mensch. Abkaufen. So. Ah, komm hier. So. Damit sind wir stärker. Egal, was er kauft. Er könnte jetzt den Ritter kaufen. Abkaufen. Bam, damit haben wir gewonnen. Sehr gut. Ein cooles System. Ach nee, also wir spielen da gerade ernsthaft gegen echte Menschen? Das irritiert mich tatsächlich. Das hätte ich nicht erwartet. Aber anscheinend gibt es wohl doch ein paar Leute. So. Aber doch so. Die Anzahl der Leute irritiert mich etwas. Wie meinst du? Welche Anzahl? Die Anzahl in dieser Rangliste? Achso, ja. Das ist wahr. Hast du recht. Das ist tatsächlich etwas seltsam. Oder was habe ich? 1004. Vermutlich fängst du irgendwo bei einer relativ hohen Elo an. Und je nachdem, wie du spielst, gewinnst, verlierst du. Vermutlich haben wir, vielleicht haben wir bei so einer 1200er Elo angefangen. Oder 1100 Elo? Weil irgendwie müssen wir mit dem Ich loote. Wir haben mit dem Ich loote dich gekämpft. Irgendwie. Und aus irgendwelchen Gründen. Ne, wir haben anscheinend mit einer 1000er Elo angefangen, oder? Was hier? Das glaube ich eher. Hä?
Okay, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir wirklich gerade nicht sicher, ob ich mit echten Menschen kämpfe oder nicht. Das Ding ist, das Gehabit in der Runde fühlt sich an nach Mensch, ne? Dieses mal Münzen hinzufügen, mal Münzen wegnehmen, ne? Zu was hinreißen lassen und so. Das fühlt sich schon irgendwie nach Mensch an. Weil das ist nicht, also mit Bots hätte ich gesagt, okay, ja, da macht's einfach zack, 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 ist die Runde vom anderen beendet. Fertig. Und hier haben wir Wartezeiten. Das Ding ist aber so schnell, wie wir die Leute finden, ne, ist ja sofort, ich klicke auf Play und ist instant gefunden. Das fühlt sich dann halt dann wieder nicht nach Mensch an, sondern nach Bot. Und das ist seltsam. Und ich meine, wir haben als Gastspieler angefangen, deswegen, ne, wir haben jetzt hier eine halbe Sekunde gewartet oder so. Deswegen, weiß nicht, das fühlt sich halt nicht. Drei. Boah, ja, komm, abkaufen. Ich will die haben. Hier. Da an. Vier Münzen. Ja, drei Münzen. Ah, schon nah am Bot, ne? Das ist das, was ich meine. Es ist halt auch schon Level 12. Keine Ahnung, was das heißen soll. Ich versuche mal hier den Raufbau zu bekommen. Und will mal hier hin tun. Ne, also 3-3 geht nicht, 3-2 wäre gegangen. Ja, vorhin schien es mir so, als hätte ich wen besiegt, der Dings gewesen wäre. So. Ja. Ist okay. Weiß nicht, ich hätte einen Assassinen gewählt, aber. Also der hat jetzt hier 6, 8. Plus 3, 11. Das heißt, wenn ich den Paladin umbringe, bringt mir das super viel. Paladin auswählen. Tot. Ja, leider nicht so viel Geld. Ah, wir hätten zwei nehmen sollen. Hat man mehr bekommen. Vor allem hat er ja nichts gezahlt. Ja.
Okay. Ich werde gerade doch schon hier dominiert. Finde ich ein bisschen unpraktisch. Wir haushalten auch gerade nicht gut. Ah, hat uns wieder eine Münze geklaut. Der Sack. Illusionistin will ich haben. Weil damit könnte ich gleichzeitig hier das hier gewinnen und hier die Lane schwächen. Na, shit. Ist die Frage, was er daraus macht. Die Vogelscheuche bewegen? Was, warum die Vogelscheuche? Also das muss ein Bot gewesen sein, weil sinnvoll wäre die Fee gewesen. Weil dadurch hätte er hier einen starken Dingsbonus bekommen. Genau, das hier meine ich, was ich meine. Das ist so dieses Münzen hin, her. Das ist schon so ein... Ja, das fühlt sich nach Mensch an. Ah, okay. Wir haben verloren. Gibt's hier einen Chat? Nee. So... Genau, jetzt haben wir massiv Elo verloren. Der ist... hier. Okay. Achso. Das Ding ist, irgendwie ja schon nett so. Und, also dieses... Dieses System mit diesem Handeln... Und ja, interessantes Matchmaking. Okay. 2. Schau mal hier zu. Aber das scheint schon. Ich weiß nicht, das scheint schon irgendwie. Oder würden sie einfach irgendwelche Bot-Matches zeigen? Ich bin so irritiert. Und ich meine, das hat ja auch gerade erst angefangen, scheinbar. Warte mal. Na, die sind auch schon weiter. Da wieder geht jetzt wieder zu. Hier, ich loote den Thanos. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich kann nicht entscheiden, ob wir gegen echte Menschen spielen oder nicht. Das ist. Ah, okay, das da. Hier haben wir auch zumindest das hier. Eine Einstellung. Das heißt, wenn wir jetzt hier wieder auf klicken. Nee, okay. I don't know. Maybe these are actual people. And they are all playing now. All 100 of them.
für 2 Steel. Vielleicht sollten wir ja auch weiter fächern eigentlich. Ja, komm hier. Also in seiner Hand wäre die halt schlimmer gewesen, die hier, als wenn ich sie jetzt hab. Man hätte halt einen von den beiden killen können, was halt nicht so cool ist. Und Tote. Der Händler wäre für mich praktisch. Zwei. Bist du wirklich nur 2 bieten? Gegner 2 Karten. Okay, ja, passen. Das ist ja bekommen. Sirene brauche ich nicht. So. Ich hätte gerne einen Halsabschneider. Bin ich bereit, 4 Münzen zu zahlen. Ja, leider bekomme ich die nicht. Ist ja fast schade. Das können wir das nächste Mal machen. Berserkerin. Vieh. Eine? 2. Abkaufen. Definitiv abkaufen. So. Mäntler, ja. Cool, ich habe 4 Kohle bekommen davon. So viel Geld, ey. Ein Assassine. Abkaufen, ja. Ich stelle den hier hin. Und dann machen wir einen Händler kaputt.
Ich meine, dafür müssen wir es noch nicht machen. Was? Oh, sie? Person hat aufgegeben. Okay. Ja, das Ding war tatsächlich, ich glaube, der Sieg war relativ absehbar. Oh ja, ich finde es ein wirklich sehr, sehr cooles Dingssystem. Und ich glaube, für mal so am Handy fände ich es gut. Weißt du was? Ich hole mir das jetzt auch so fürs Handy. Es ist ja kostenfrei fürs Handy. Ich glaube, es ist ein cooles Spiel. Oh. Okay. Ich habe gerade gesehen, ich habe hier ein. Warte mal. So, warte, genau. Ich wollte mir das jetzt fürs Handy holen. So, was hier? Crimson Company. Beta. Ich glaube, das ist ja nicht ziemlich cool. Genau, das ist ursprünglich eigentlich ein echtes Kartenspiel, glaube ich, wenn ich das jetzt mal richtig verstanden habe. Und sie haben es jetzt für Handy umgesetzt und arbeiten aber auch gleichzeitig an dieser PC-Umsetzung. Warte, lasst mich doch mal hier diese Informationen, die ich dazu habe, einfach aufrufen, wenn ich sie finde. Okay, hier sind sie nicht. Hier sind sie. Also, hier ist dieses Dokument. Genau. Seit gestern sehen die im Early Access auf Android und iOS. Das gibt es also auch schon. Es gibt es auch schon online zum kostenfrei runterladen. Habe ich ja gerade gemacht auch. Falls ihr das sagt, wow, cool. So, und genau, ich habe jetzt auch schon hier in den Buy-Link die Kickstarter-Kampagne gepackt. Wir können uns die mal anschauen, was denn so der Plan dafür ist. Also, was ist der Plan da dafür? Genau, die sind auch schon bei 200% von ihrem Ziel. Das ist richtig cool. Also 7500 hätten erreicht werden sollen, 14.000 sind sie angekommen. Und die haben ja erst gestern angefangen. Also, das ist schon nice. Die PC-Version ist geplant, wenn sie 50.000 erreichen. Das heißt, sie müssten ne, nochmal über dreifache kommen von der aktuellen. Aber das ist, ja, das kann schaffbar sein. Sonst. Wenn sie in den ersten 48 Stunden anscheinend auch 777 Backer bekommen, dann gibt es auch Glitzerkarten. Das wäre cool. Glitzerkarten wären cool. Da verfehlen auch nur noch so 150. 150 Supporter fehlen noch. Dann können das hinhauen. So, und ja, also ich finde es tatsächlich richtig cool, dass es halt so ein, dass es dieses Handelssystem hat, so, ne? Nicht so ein Mana-System, wo dann irgendwie ihr immer das gleiche zahlen müsst, sondern es kommt dann auf die Karte und auf die Situation an, wie viel wollt ihr zahlen, wie viel wollt ihr bieten, wollt ihr darauf setzen, auch vielleicht, dass der andere sagt so, shit, der hat damit eine Strategie, also muss ich ihm die Karte abkaufen. Weil zum Beispiel, ne, wenn ihr seht, so, okay, ich kann mit dieser Karte, kann ich jetzt mein Match finishen, kannst du einfach all dein Geld bieten. Und selbst wenn es halt nur für eine dumme Vogelscheuche ist, oder wenn du nicht damit das Match beenden kannst, aber damit zumindest eine Burg holen kannst, ne? Und das dir einfach schon vor einen Punkt gibt. Und du kannst aber sagen, okay, ich biete all mein Geld darauf, weil jetzt einfach an dieser Burg so viele Leute stehen. Das heißt, es ist super viel wert für den anderen, auch diese Karte eben dann doch zu bekommen. Ne? Oder auch diesen Assassinen, der ja einfach
irgendeine Karte auf der gegnerischen Lane killen kann. Kann sagen, okay, hier, das ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht so wertvoll für mich, aber für den anderen ist es super wertvoll, wenn ich es nicht habe. Das heißt, da gebe ich dann halt doch die 6 Münzen, die er geboten hat, aus, weil sonst kann der hier mein Paladin killen, dass dann alle plus 1 weniger haben oder diese Brigandin oder was es war, die alle minus 1 macht. Ja. Oder mein Händler, der mir ständig fleißig Münzen gibt. Und dann habe ich halt plötzlich 6 Münzen mehr und kann dann damit eine krassere Strategie fahren, weil ich einfach 6 Münzen auf den Assassinen geboten hat und andere sagt so, nee, warte, ich will nicht, dass du den Assassinen hast, hier hast du Geld. Genau, das finde ich, das ist cool. Ich weiß nicht, ob es einen ganzen Abend tragen würde. Also, ich muss sagen, ich finde es cool. Ich würde es immer wieder spielen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt den ganzen Abend spielen lassen würde. Ich glaube, ich tatsächlich nicht so ganz. Was sagt ihr denn zum Spiel? So, genau, Nick, jetzt habe ich das gerade gesehen. Sorry dafür. Du, viel Erfolg bei deiner Prüfung. Viel, viel Spaß. Es wird. Und ja, ich sag viel, viel Spaß, weil wenn man Spaß an etwas hat, dann hat man es viel leichter damit. Oh, deswegen. So. So, der fängt mit dem Assassinen an. Okay, do not care. Soll er machen. Assassinen ist am Anfang wenig wert. Also, ich meine, ich könnte jetzt hier eine Wache haben. Das Problem ist bloß, wenn er jetzt den Assassinen holt für mehr Geld, dann habe ich das gerade wieder verloren. Also wenn er smart wäre, würde ich jetzt sollte er jetzt den Assassinen irgendwie 4 Münzen bieten. Oder 3 Münzen. Ja. Der hört doch hier zu! ich muss es passen, aber... Hä, was? Das war nicht smart. Warum hast du den nicht hier hingetan? Hättest du den killen können? Hättest du... Ich bin irritiert. Okay. 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 Ja, mit der frühen Vogelscheuche könnt ihr jetzt hier was machen, abkaufen. Ah, der Wache, ja, komm. So, sind wir jetzt wieder gleich auf. Also er kann jetzt diese Burg holen, wenn er jetzt irgendwie 6 Münzen ausgibt. Und dann ist er nicht so viel schlechter da. Das Problem ist, im nächsten Zug könnte er den Ritter kaufen. Das heißt, egal wie ich es mache, ist es falsch. Ja, die Lane hat er jetzt halt gewonnen. Ich hätte die Wache da nicht hinsetzen dürfen. Naja.
Der Ritter. Komm, Ritter für 5. Okay. Konzentrieren wir mal hier drauf. Ach, ich hätte es verteilen müssen. Das wäre besser gewesen. Fee für 4. Ja, soll auch ich haben. Bolt. Für Piosch nicht so wertvoll. Für mich hilft das so grob was auszugleichen. Ah. Lol, der hat seine eigene Karte zerstört. Ja, lol. Ah, der will das jetzt hier finishen. Ja, das ist smart. Ich bin jetzt gerade im Nachteil hier nämlich. Ich muss hier mehr Leute hinschicken. So, Berserker. 4. Ja. Händler. Ja, abkaufen. Ja. Ah, sehr Bums. Ja, das habe ich sehr schlecht gespielt. Oh, was? Irgendwie, das ist seltsam, dass es so schnell verschwindet jetzt. Ach ja. Ich hätte den Ritter auch in die Mitte setzen müssen. So. Das Ding ist ansonsten, was machen wir jetzt? Ich meine, wir könnten Just Chatting machen, wenn ihr Bock hättet. Könnten... Due Process ein paar Runden spielen. Nebukadnezar. Oder ein bisschen Medieval Dynasty. Könnten einfach ein bisschen Medieval Dynasty weiter spielen. Ich habe schon viel zu lange nicht mehr angefasst. Was machen das? Yeah. Es ist nicht total schlimm. Das ist halt dieses... Das passiert halt, wenn... wenn man nicht damit rechnet, dass plötzlich... Spiele abstürzen. Aber genau, das war jetzt hier, wie gesagt, Crimson Company. Vielen, vielen Dank nochmal für den Key. Es war sehr, sehr spannend, das mir jetzt mal anzuschauen.
Weil, genau. Also ich fand das echt gut. Cooles Kampfsystem. Ich muss mich noch darin üben. Hat man vielleicht gemerkt. Aber ja, vielen, vielen Dank auch an die Entwickler, dass sie mir schon mal so ein Bild zugeschickt haben. Und genau. Also fürs Handy auf jeden Fall kann ich mir sehr gut vorstellen. Am PC weiß ich nicht, ob ich das wirklich länger machen will, weil es halt ohne Kampagne ist es halt sein. Weiß nicht, da ist halt nix. Aber so mal kurze Matches irgendwie, keine Ahnung, mal rumsitzen, auf dem Klo, in der Bahn. Kann ich mir vorstellen.